Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich noch einmal auf mein Sonoff NS-Panel zurückkommen. Ich hatte damals im Review des NS-Panels ja eigentlich gesagt, dass ich dieses mit ESP Home betreiben werde und euch darüber auf dem Laufenden halte. Ich habe mir zwar auch eine eigene Oberfläche dafür mit Hilfe des Nextion Editors und ESP Home gebaut und das lief auch absolut zuverlässig. Jedoch war das Ganze doch aufwendiger, als ich zuerst dachte und naja, nicht mal eben in einem Video von 10-15 Minuten zu verpacken. Die im NS-Panel verbauten Nextion-Displays verhalten sich nämlich nicht wie gewöhnliche TFTs, die man aus anderen Arduino- oder ESP-Projekten kennt, sondern man muss für das Nextion-Display zuerst eine eigene grafische Oberfläche erstellen und anschließend die Logik auf der ESP-Seite entwickeln, in der man dann die Elemente der grafischen Oberfläche auslesen oder mit Werten versorgen kann. Ihr merkt schon, das Ganze hätte eher eine Tutorial-Serie werden müssen und dafür fehlt mir bisher leider einfach die Zeit. Ich habe jetzt aber eine sehr schöne und vor allem einfache Alternative gefunden, mit der man das NS-Panel relativ flexibel verwenden kann, vor allem ohne selber groß programmieren zu müssen. Und das Beste daran ist, dass man nachträgliche Änderungen an der Oberfläche sogar ohne erneutes Flashen umsetzen kann. Und zwar heißt diese Alternative NS-Panel Lovelace UI. Dabei handelt es sich um ein System, welches aus zwei Komponenten besteht, und zwar einmal der, ich nenne es einmal, Steuerungsebene, welche auf dem Home Assistant installiert wird, und der Darstellungsebene auf dem NS-Panel. Hier haben wir dann die Wahl zwischen Tasmota und ESP Home. Sämtliche Konfiguration wird anschließend nur noch auf Home Assistant-Seite durchgeführt und das Display aktualisiert sich über MQTT automatisch. Das heißt, als Voraussetzung haben wir hier noch, dass ein MQTT-Broker wie zum Beispiel Mosquito im Home Assistant eingerichtet ist, was aber bei den meisten wahrscheinlich eh schon der Fall sein dürfte. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur $5, als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit 4 verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter pcbway.com und hier geht's jetzt weiter mit dem Video. Das aber nur mal als kurze Zusammenfassung. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal Schritt für Schritt an. Dafür werfen wir wie immer zuerst einen kleinen Blick in die Dokumentation. Unter https://docs.nspanel.pky.eu finden wir eine ausführliche Anleitung zu dem Projekt inklusive Einrichtung und Konfiguration. Die Startseite gibt einem direkt einen guten Überblick über die zur Verfügung stehenden Funktionen. Hier seht ihr zum Beispiel Screenshots von verschiedenen Karten, die ihr auf dem NS-Panel verwenden könnt. Darunter sind Heizungs- und Klimasteuerung, eine Raster- und Tabellenansicht, Farb- und Helligkeitseinstellungen für eure Lampen, eine Media-Player-Steuerung, ein Alarmpanel und Jalousien. Zusätzlich gibt es dann noch den Bildschirmschoner, auf dem immer die Uhr, Datum und das Wetter inklusive Vorhersage der kommenden Tage angezeigt werden. Wenn man jetzt links oben das Menü öffnet, ist das Ganze auch direkt schön gegliedert. Hier wähle ich jetzt jedenfalls erst einmal Getting Started Home Assistant, dann First Steps und darunter dann Prepare NS-Panel aus. Hier finden wir alle Informationen dazu, wie man das NS-Panel mit Tasmota flashen und anschließend konfigurieren muss. Da ich mich für ESP Home entschieden habe, wechsle ich von hier zur verlinkten ESP Home-Komponente für das NS-Panel. Darin befindet sich eine Beispielkonfiguration in der Datei example-nspanel-config.yaml. Diese flashe ich jetzt einfach mal auf mein Panel. Dazu entferne ich das Display vom NS-Panel und entferne hier die Rückseite, um erstmal an die Platine zu kommen. Ich öffne dazu die Klemme für den Displayanschluss und nehme die Platine dann vorsichtig aus dem Gehäuse. Anschließend verbinde ich über die Kontakte 3,3 Volt, RX, TX und Ground den FTDI-Adapter mit dem Panel. Damit das Panel beim Einschalten in den Flash-Modus geht, muss jetzt noch der GPIO 0, der hier als IO 0 beschriftet ist, mit Ground verbunden werden
und danach kann der FTDI-Adapter am USB angeschlossen werden. Ob ihr dafür jetzt den USB-Anschluss eures Home Assistant oder den USB des PC, an dem ihr gerade sitzt, verwenden könnt, hängt davon ab, ob ihr HTTPS-Zugriff auf euer Home Assistant-System habt oder nicht. Alles, was ihr generell zum Flashen über ESP Home wissen müsst, habe ich ja bereits in einem vorhandenen Video zusammengefasst. Dieses verlinke ich euch einmal oben in der Infobox. Ich nutze für dieses Video auf jeden Fall den USB-Anschluss meines PCs, da ich HTTPS-Zugriff auf mein Home Assistant habe. Nachdem das Panel nun am USB angeschlossen ist, wechsle ich ins ESP Home und lege ein neues Projekt an. Vergebe hier einen beliebigen Namen und wähle Skip This Step. Bei der Frage nach der Boardart wähle ich jetzt ESP32 und bestätige wieder mit Next. Den Bestätigungsdialog breche ich nun mit einem Klick auf Skip ab, denn ich möchte die Konfiguration erst anpassen, bevor ich sie auf das Panel flashe. Dazu kopiere ich mir jetzt aus dem Git-Repository der ESP-Home-Komponente für das NS-Panel LovelaceUI den gesamten Beispielcode, suche mir dann in der Liste mein angelegtes Projekt, klicke auf Edit und ersetze den vorhandenen Code mit dem aus dem Git-Repository. Das Einzige, was man jetzt noch machen muss, ist die Substitutions und gegebenenfalls seine Secret-Daten anzupassen. Die WLAN-Einstellungen müssen in der Secret-YAML unter Wi-Fi SSID und Wi-Fi-Passwort hinterlegt sein. Zusätzlich wird noch der MQTT-Zugang benötigt, welcher unter MQTT-Host, MQTT-User und MQTT-Passwort in der Secrets.yaml eingetragen sein muss, wie im MQTT-Abschnitt ab Zeile 144 zu sehen ist. Für alle, denen Secrets.yaml jetzt nichts sagt, verlinke ich ebenfalls einmal das Video oben in der Infobox, in dem ich das Auslagern von geheimen Daten in die Secrets.yaml Schritt für Schritt erkläre. Ich ändere jetzt im Projekt unter den Substitutions noch den Wert für Device Name auf meinen Projektnamen NSTest, also den Namen meiner YAML-Projektdatei. Bei Friendly Device Name kann man den Anzeigenamen dann noch frei wählen. Die darauf folgenden Parameter Panel Receive Topic und Panel Send Topic sind dann die beiden MQTT-Topics, über die das NS-Panel später mit Home Assistant kommuniziert. Diese sind prinzipiell frei wählbar. Ich lasse hier jetzt einfach mal den Standard so drin stehen. Damit ist unser ESP Home Projekt erst einmal auch schon fertig und wir können es auf unser Panel übertragen. Dazu klicke ich jetzt einfach mal auf Install, wähle Plug into this Computer, wähle dann noch den richtigen COM-Port und bestätige mit Verbinden. Nachdem die Firmware auf das Panel übertragen wurde, können wir dieses wieder zusammenbauen und jetzt mit Strom versorgen. Im Log des ESP Home Projekts suchen wir uns jetzt die IP heraus und fügen dann unter Einstellungen, Geräte und Dienste eine neue Integration hinzu, wählen ESP Home, tragen unter Host die IP des Panels ein und bestätigen mit Absenden. Jetzt haben wir unser NS-Panel schon mal im Home Assistant, allerdings ist auf dem Nextion Display immer noch die Originaloberfläche. Um diese jetzt auszutauschen, stellt uns das ESP-Home-Projekt nun einen Dienst zur Verfügung, um eine TFT-Datei auf das Display zu übertragen. Dazu wechsle ich jetzt in die Entwicklerwerkzeuge, gehe hier auf den Reiter Dienste und wähle oben den Dienst ESP-Home nstest-upload-tft. Dabei ist das nstest im Dienstnamen immer der Name eures ESP-Home-Projekts und kann daher bei euch abweichen, je nachdem, wie ihr das NS-Panel-Projekt genannt habt. Durch einen Klick auf Mit Beispieldaten füllen lasse ich mir nun den benötigten Parameter URL oben in den Dienstaufruf anlegen. Wenn wir jetzt noch einmal kurz zurück in die Dokumentation wechseln, finden wir dort dann die benötigten URLs für die TFT-Dateien, die wir auf das Display übertragen müssen. Ich kopiere mir also jetzt die URL der EU-Version der TFT-Datei und füge diese anschließend in dem Dienstaufruf hinter dem Parameter URL ein. Durch einen Klick auf Dienst ausführen wird nun die Übertragung der TFT-Datei ans Nextion-Display gestartet. Dieser Vorgang kann jetzt erstmal eine ganze Weile dauern. Damit ist das NS-Panel nun fertig vorbereitet und wir können uns jetzt um die Einrichtung im Home Assistant kümmern. Dazu wechsle ich in der Dokumentation jetzt auf Prepare Home Assistant. Und hier sehen wir, dass wir das Add-on AppDaemon 4 installieren und für die Übersetzung von Datumsangaben für Bubble konfigurieren müssen.
Zusätzlich benötigen wir noch den Home Assistant Community Store, also HEX, mit aktivierter Option für AppDaemon Apps Discovery und Tracking, um darüber dann das NSPanel Loveless UI Backend installieren zu können. Beginnen wir also mit dem Add-on. Dazu wechsle ich im Home Assistant unter Einstellungen in die Add-ons. Hier wähle ich jetzt unten den Add-on Store aus und suche nach AppDaemon und anschließend klicke ich auf Installieren. Nach der Installation wähle ich das Add-on aus, wechsle in den Reiter Konfiguration und trage unter Python Packages noch Babel ein. Damit sind wir auch schon fertig und wechseln nun wieder zurück in die Einstellungen. Als nächstes muss über HEX das NSPanel Loveless UI installiert werden. Damit das funktioniert, überprüfen wir vorher zuerst die HEX-Einstellungen. Dazu suchen wir unter Geräte und Dienste die HEX-Integration, wählen Konfigurieren und stellen sicher, dass hier der Haken bei Enable AppDaemon Apps Discovery und Tracking wirklich gesetzt ist. Den Haken bestätigen wir dann mit Absenden. Nachdem sichergestellt ist, dass HEX auch die Apps für AppDaemon berücksichtigt, wechsle ich nun nach HEX und wähle unten den Button Durchsuchen und Herunterladen von Repositories. Hier suche ich jetzt nach NSPanel Loveless UI Backend und installiere es durch einen Klick auf Herunterladen. Den folgenden Dialog bestätige ich ebenfalls noch einmal mit Herunterladen und das war's auch schon. Damit ist die Installation abgeschlossen und wir müssen nur noch das Ganze konfigurieren. Als erstes muss jetzt das NSPanel mit Home Assistant verbunden werden. Wie schon erwähnt, kommunizieren die beiden über MQTT miteinander. Ich setze jetzt einmal voraus, dass Mosquito bereits installiert und eingerichtet ist. Im ESP Home haben wir die Zugangsdaten und MQTT Topics ja bereits hinterlegt. Das gleiche müssen wir jetzt nochmal für AppDaemon erledigen. Dazu öffnen wir im File-Editor einmal die Datei config appdaemon appdaemon.yaml und fügen hier unter Plugins unsere MQTT Zugangsdaten ein. Anschließend müssen wir das Add-on AppDaemon einmal neu starten. Und Achtung, ihr müsst wirklich das Add-on neu starten und nicht Home Assistant. Da das Add-on im eigenen Docker läuft, würde ein Neustart von Home Assistant hier gar nicht weiterhelfen. Jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Konfiguration, die dafür sorgt, dass auf unserem Panel auch etwas angezeigt wird. Und das konfigurieren wir nun mit Hilfe des File-Editors in der Datei /config/appdaemon/apps/apps.yaml. Hier sehen wir jetzt eine Beispielkonfiguration, jedoch fehlen hier bisher noch die Einträge für die Oberfläche unseres Panels. Um die Oberfläche jetzt zu konfigurieren, werfen wir noch einmal einen kurzen Blick in die Dokumentation. Und zwar wechseln wir noch einmal auf die Startseite und wählen im Menü dann den Punkt Configuration Apps.yaml in Klammern Home Assistant aus und darunter den Punkt Overview. Hier findet man erst einmal eine Beispielkonfiguration, wie die Datei Apps.yaml aussehen sollte. Dieses Beispiel kopiere ich jetzt auch als Grundlage einmal und füge es über den File-Editor in meine Apps.yaml ein. Hier müssen die beiden MQTT-Topics auf dieselben Topics angepasst werden, wie wir sie bereits im ESP-Homecode hinterlegt haben. Beim Modell gehe ich einmal davon aus, dass bei den meisten wohl EU zutreffen sollte. Wer aber die US-Variante hat, kann mit US-L oder US-P auch diese wählen. Dabei steht L für Landscape, also Querformat, und P für Portrait, also Hochformat. Unter dem Modell folgen noch einige allgemeine Angaben, wie zum Beispiel die Möglichkeit, einen Sleep-Timeout anzugeben. Dabei handelt es sich dann um die Dauer in Sekunden, wie lange das Display eine Seite anzeigen soll, bevor es in den Bildschirmschoner wechselt. Ebenfalls lässt sich die Helligkeit für bestimmte Tageszeiten angeben, wodurch man dafür sorgen kann, dass das Display zum Beispiel nachts abdunkelt oder eventuell sogar ganz abschaltet, was zum Beispiel im Schlafzimmer sicher eine praktische Funktion sein kann. Dann haben wir noch die Möglichkeit, über Local unsere Sprache festzulegen und dann geht's auch schon los mit den Anzeigeelementen und zwar mit dem Bildschirmschoner. Im Beispiel wird hier nur über Entity das gewünschte Weather Entity angegeben. Der Bildschirmschoner ist, wie eben schon gesagt, ziemlich statisch und zwar wird hier im Standard die Uhrzeit und das aktuelle Datum angezeigt. Darunter gibt es dann noch eine Wettervorschau für die nächsten 5 Tage und das war's auch schon. Die Darstellung der Wettervorschau lässt sich jetzt noch anpassen. Zum Beispiel kann man die Vorschau für einen bestimmten Tag gegen einen frei wählbaren Sensorwert inklusive Icon austauschen. Aber das Grundgerüst des Bildschirmschoners ist trotzdem hier relativ statisch. Ich würde mir hier noch wünschen, dass man da etwas mehr ins Layout eingreifen könnte, aber grundsätzlich gefällt mir auch der Standard-Bildschirmschoner schon recht gut.
Als nächstes geht es dann auch schon los mit den Karten. Und da gibt es dann schon einiges mehr an Möglichkeiten. Und zwar kann man sich den Abschnitt Cards in etwa vorstellen wie ein Loveless-Dashboard in Home Assistant. Wenn wir einmal in der Dokumentation im Bereich Cards schauen, sehen wir, dass es hier verschiedene Karten zur Auswahl gibt, um die Oberfläche zu gestalten. Der einfachste Fall ist wohl die Entities Card. Hier können wir einfach Entitäten aus unserem Home Assistant angeben, welche dann untereinander aufgelistet dargestellt werden. Die Karten sind auch sehr gut dokumentiert und immer mit einem einfachen Beispiel versehen, welches man sich als Grundlage einfach kopieren und anschließend anpassen kann. Die nächste Karte wäre die Grid Page Card, bei der die Entitäten anstatt in einer Liste dann im Raster angezeigt werden. Speziell für Heizung und Klimaanlagen gibt es ebenfalls eine extra Climate Thermo Card. Die Media Player im Home Assistant lassen sich über die Media Card bedienen und auch die Alarmanlage lässt sich mit Hilfe der Alarm Card aktivieren oder deaktivieren. Dies ist allerdings, so wie ich das verstehe, auf die Hex-Integration Alarmo beschränkt. Als letzte Karte gibt es dann noch die Wi-Fi QR Card, mit der sich ein QR-Code für zum Beispiel das Gäste-WLAN auf dem Display anzeigen lässt. Das sind erstmal alle Karten, die uns hier zur Verfügung stehen. Jede Karte wird auf dem NS-Panel dann als eine eigene Seite angezeigt. Mit der Anzahl an Entitäten, die man zum Beispiel in eine Liste packt, muss man selber darauf achten, dass man hier jetzt aber nicht zu viele Entities in eine Karte einträgt, da die Karten selber kein Durchscrollen unterstützen. Heißt zum Beispiel, bei der Gridcard können maximal 6 Einträge auf einmal angezeigt werden. Was jetzt vielleicht noch zu erwähnen ist, ist der Typ Navigate. Darüber habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel eine Startseite zu bauen, in der ihr mit Icon und Name einen Button erstellt, der euch bei Klick auf eine bestimmte Unterseite bringt. So lässt sich ein eigenes Hauptmenü erstellen. Ich blende dazu einfach mal meine aktuelle Konfiguration ein, die ich ebenfalls für euch in der Videobeschreibung unten verlinke. Hier seht ihr, habe ich eine Gridcard mit dem Titel Home als Startmenü erstellt. Alle anderen Karten befinden sich nicht unter dem Punkt Cards, sondern unter dem Punkt Hidden Cards, also versteckte Karten. So sorge ich dafür, dass oben über den Buttons nicht die Navigationspfeile zum Durchschalten der Karten eingeblendet werden. Stattdessen sind alle Elemente auf der Startseite bei mir nur Navigate-Einträge, die auf darunter definierte Hidden Cards verlinken. Sobald ich jetzt eine der Unterseiten durch Antippen eines der Icons aufrufe, erscheint dann oben links ein Pfeil, um wieder zurück zum Startbildschirm zu gelangen. Alternativ aktiviert sich nach 15 Sekunden der Bildschirmschoner wieder, der ebenfalls die aktuelle Seite zurücksetzt. Das heißt, wenn ich danach wieder auf den Bildschirmschoner tippe, befinde ich mich dann ebenfalls wieder im Startmenü. Nachdem wir jetzt die Möglichkeiten kennen, die uns zur Verfügung stehen, kopiere ich als Beispiel jetzt einfach mal die Gridkarte aus der Dokumentation in die Datei apps.yaml. In dieser müssen jetzt die Entity-Einträge gegen gültige Entity-IDs des eigenen Home Assistant ersetzt werden. Sofern wir keinen Namen und Icon angeben, ermittelt das Panel selber den Namen und ein passendes Icon. Man hat aber eben auch die Möglichkeit, Name und Icon explizit anzugeben. Ich trage hier jetzt einfach mal ein paar Beispieldaten ein und speichere meine Änderungen. Sobald ich die Datei gespeichert habe, wird im Hintergrund die Änderung per MQTT sofort an das Panel übertragen und wir sehen auf dem Display jetzt unsere neue Oberfläche. Ganz ohne erneutes Flashen oder sonstige weitere Aktionen. Und das ist ein Punkt, der mich von diesem System auf jeden Fall schwer begeistert hat. Dazu kommt, dass man wirklich schnell zu einem gut nutzbaren Ergebnis gelangt. Wie ihr seht, habe ich nun die zwei Taster, mit denen ich die Relais schalten kann und meine Entitäten auf dem Touchscreen. Wenn ich jetzt einen der beiden Taster betätige, wechselt das Display auf eine neue Seite. Diese haben wir aber ja gar nicht definiert. Stimmt, das haben wir eben bereits beim Flashen des ESP Homecodes erledigt. Dieser sorgt dafür, dass beim Tastendruck eine neue Seite erzeugt wird, in der eine Entität angezeigt wird. In meinem Fall schalte ich über einen der Taster meine Bürolampe und mit dem anderen meine LED-Beleuchtung. Das Bürolicht ist eine normale LED ohne Dimmer oder Farbwechsel. Hier benötige ich also so oder so keine weiteren Einstellungen. Bei den LEDs sieht das aber anders aus. Hier ist es ab und zu ganz praktisch, wenn ich die LEDs einschalte, direkt die Lichteinstellungen zu sehen und darüber dann die Farbe wählen zu können. Damit das aber funktioniert, muss man im ESP Home einmal eintragen, welche Entity-IDs von den Schaltern überhaupt gesteuert werden.
Gehen wir also abschließend noch einmal zurück nach ESP Home in das NS-Panel-Projekt und scrollen hier einmal runter bis zu den beiden Switch-Einträgen für die Relais. Hier sehen wir jetzt eine Lambda-Zeile, die beim Einschalten ein Custom-Command an das Panel sendet. Und hier müssen wir nun die Entity-ID light.bat-light und light.bat-light2 gegen die Entitäten austauschen, die von unseren Schaltern gesteuert werden. Als letztes sollte man noch die Aktion der Binary-Sensoren, also der zwei Taster, am Ende des Projektes anpassen. Hier steht das zweite Relais auf Toggle, das erste aber auf Turn On. Heißt, der erste Taster kann das Relais zwar ein-, aber nie wieder ausschalten. Diesen Aufruf ändern wir also noch auf Toggle und sind fertig. Anschließend kann die Änderung einfach über OTA auf das Panel geflasht werden. Ich klicke also nur noch einmal auf Install und wähle diesmal Wirelessly aus. Das war's auch schon und nachdem der Upload abgeschlossen ist, öffnet sich nun auch die richtige Entität, wenn man die Taster drückt. Ich glaube, das soll's dann an dieser Stelle aber auch schon zum NS-Panel Loveless UI gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, was mit dieser alternativen Firmware fürs NS-Panel alles möglich ist und wie ihr diese bei euch zu Hause selber einrichten könnt. Wenn ich noch etwas vergessen habe oder ihr noch Fragen habt, stellt mir diese natürlich wie immer gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten schaut doch gerne mal bei uns auf dem Discord vorbei. Hier lassen sich Fragen in der Regel noch schneller klären. Aber auch ohne Fragen seid ihr natürlich herzlich eingeladen, euch mit uns auf Discord rund ums Thema Smart Home und vor allem Home Assistant und ESP Home auszutauschen. Den Link blende ich hier einmal ein, verlinke ihn aber natürlich auch wie immer oben in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich ein Daumen hoch riesig unterstützen. Lasst auch direkt ein Abo da und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!